Starker Trailer und den schauen wir uns an zu Southpaw. Ich hatte einen harten Kampf vor mir, wissen Sie? Ich habe meiner Familie viel zugemutet. Je mehr du einsteckst, desto härter teilst du aus, verstehe. Na los! Aber du steckst einfach zu viel ein, bevor du explodierst. Du kannst so nicht weitermachen. Denk an unsere Tochter. Was ich dir noch sagen wollte. Du hast mich lieb. Hab dich lieb. Ich weiß immer schon vorher, was du sagen willst. Echt? Begrüßen Sie den amtierenden Weltmeister im Halbschwergewicht, Billy Hope. Ich würde hier nicht stehen ohne meine Frau Maureen. Hey Billy, warum gehst du denn schon? Komm, geh weiter. Schätzchen, wenn du einen richtigen Mann brauchst, ich bin hier. Lass ihn doch. Komm, gehen wir nach Hause. Ich hol mir deinen Gürtel. Oh, Billy, nicht! Baby, halt so, ich blende sie nicht an. Nein, 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 nein! Nein, nein! Dieses Gericht weiß um das schwere Schicksal, das Ihre Familie getroffen hat, Mr. Hope. Dennoch, Sie haben äußerst gewaltbereites Verhalten gezeigt und die Aufsichtspflicht für Ihr Kind grob vernachlässigt. Dad? Du brauchst Hilfe, Billy. Du bist noch ein ganzes Jahr gesperrt, das heißt null Einkommen. Das Sorgerecht für das Kind bleibt so lange beim Jugendamt, bis der Vater dem Gericht glaubhaft machen kann, dass er der Verantwortung gewachsen ist. Aber Daddy, ich will da nicht hin. Tut mir leid, bitte, komm, Daddy. Kommen Sie. Ich will bei dir bleiben. Ich will bei dir sein. Daddy! Genau. Soll ich mit reinkommen? Nein, Mann. Ich muss das allein machen. Was sucht denn Billy Hope in meinem Gym? Ich brauche einen Job und einen Ort zum Trainieren. Nur wenn du dich an unsere Regeln hältst. Ich will meine Tochter nicht verlieren. Dafür tue ich alles. Ich weiß, dass du sauer auf mich bist. Du weißt überhaupt nicht. Ihre Tochter will sie nicht sehen. Sagen Sie, ich hab sie lieb. Lass sie dich ruhig hassen. Sie braucht das. Willst du nochmal um den Titel kämpfen? Glaubst du, dass du ihn schlagen kannst? Nicht ohne dich. Ich werde wieder kämpfen. Und ich krieg mein Kind zurück. Kann Billy Hope diesen Kampf gewinnen? Die Chancen stehen schlecht für ihn. Die sagen, du schaffst es nicht. Du bist fertig. Das ist deine Chance. Zeig's ihnen! Du hast dein Schicksal selbst in den Händen. Es ist also der Regisseur von The Equalizer oder aber auch Training Day, der in der Vergangenheit schon des Öfteren bewiesen hat, was für starke Filme er auf die Kinoleinwand bannen kann. Und der bringt uns den neuen Film mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle in die deutschen Kinos, präsentiert von Tobis Film ab dem 20. August 2015. Und besonders Jake Gyllenhaal hat zuletzt mit Nightcrawler auch gezeigt, was für ein unglaublich talentierter Schauspieler er wieder einmal war und bestimmt auch in diesem Film hier sein wird, denn ich habe bei diesem Trailer dezent des Öfteren Gänsehaut bekommen. Und oft sind es eben auch diese Sportler-Dramen und Außenseiter-Underdog Stories, die im Ring stattfinden, die filmisch in der Filmgeschichte eine ganz besondere Qualität erreicht haben. Man denkt an Streifen wie Rocky, Million Dollar Baby, The Fighter, Warrior, wie ein wilder Stier oder aber auch The Wrestler. Und hier im Speziellen die Geschichte von Billy, ein Mann, der eigentlich glücklich sein könnte. Der hat eine wunderbare Frau an seiner Seite, ein tolles Kind, befindet sich auf dem Höhepunkt seines Erfolges, bis es eines Tages zu einem Zwischenfall-Unfall kommt und seine Frau verstirbt. Er gibt sich dem Alkohol und den Drogen hin und versinkt so nach und nach in dem eigenen Sumpf, verliert das Sorgerecht an seiner Tochter. Und das ist das Einzige, was ihm wichtig war und blieb. Verliert unter anderem noch sein Haus und er möchte nichts anderes als sein Kind an seiner Seite wissen und begegnet einem alten Boxtrainer, gespielt von Forrest Whitaker, muss Regeln akzeptieren, um wieder ganz nach oben zu kommen. Und dabei sind wir also dieser typischen Außenseiter-Story, aber vor allem, was diesen Look in diesem Trailer angeht, auch ein Film, der sehr hart sein dürfte, wo man richtig mitfiebert, wo man sich teilweise so fühlen wird, als würde man mit im Ring stehen. Und bei Jake Gyllenhaal bin ich einfach so sicher, weil der Typ so eine sichere Bank ist, dass dieser Streifen definitiv ein Muss wird. Ich freue mich schon auf den zweiten Trailer und bin von dem ersten hin und weg. Was sagt ihr denn zu diesem hier? Schreibt es gerne in die Kommentare. Leider ist bis zum 20. August noch eine Weile warten angesagt, aber ich bin durch mit meinem Trailer-Check zu Southpaw. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr dieses Video mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es noch ein paar Links um mich herum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.